Hallo meine Lieben und willkommen zum heutigen Video hier auf meinem Channel. Es ist wieder die Zeit des Jahres, wo man 24/7 Tee trinken kann und zu Hause in dem hässlichsten und gleichzeitig kuscheligsten Cardigan rumsitzen kann. Ja, es wird wieder kälter, es ist Herbst und bald ist es Winter und ich bin ja ein Winterkind, deswegen freue ich mich. Und ich dachte mir, heute ist ein freier Tag, heute könnte ich mal ein bisschen was Entspanntes machen, wie zum Beispiel ein kleines Q&A. Ich habe vor einiger Zeit mal wieder gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt, die ihr mich fragen wollt. Und ich habe ein paar Fragen bekommen und habe mir da ein paar rausgepickt und beantworte die jetzt. Frage Nummer 1, ich habe mir die hier übrigens aufgeschrieben. Wie schaffst du es, dem Vintage im Winter treu zu bleiben und kannst du mal ein Video dazu machen? Ich finde, also ich persönlich, aber wie gesagt, ich bin ein Winterkind, ich finde es einfacher für mich zu kälteren Jahreszeiten, diesen ganzen Vintage, also was heißt einfacher? Ich bin ja jemand, ich mache ja viel mit Shapewear auch. Also ich mag ja im Endeffekt diese Silhouette einfach auch, diese möglichst originalgetreue Silhouette, soweit ich das mit meinem Körperbau hinbekomme. Und im Sommer ist es dafür einfach zu heiß und das stört mich dann total. Und da ist auch immer die Frage, so was ziehe ich jetzt an? Ja, weiß ich nicht, weil irgendwie ist es alles immer so warm und keine Ahnung. Deswegen, sobald es ein bisschen kälter wird, also Herbst finde ich zum Beispiel ein super Wetter für Vintage-Kleidung oder Vintage-inspirierte Kleidung. Und im Winter, ich finde es gar nicht schwer, einfach eine Strumpfhose mit dazu und andere Schuhe. Und es gibt so schöne, warme Repro-Mäntel. Also ich finde es tatsächlich gar nicht schwierig. Ich meine, klar, wenn ich jetzt zum Schlittenfahren gehe, ich gehe nie zum Schlittenfahren, aber würde ich jetzt zum Schlittenfahren gehen, natürlich würde ich dann mich nicht dementsprechend anziehen. Aber jetzt halt so einfach, ich finde es jetzt nicht schwieriger. Ich mache gerne mal dazu ein Video mit meinen, was weiß ich, Essentials oder so für Vintage-inspirierte Outfits im Winter. Kann ich gerne mal machen. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Das werde ich mir auch später gleich mal noch notieren. Aber ja, also ich finde das nicht schwierig und ich krieg's hin und ich mache ein Video dazu. Hast du den Film Carol geguckt? Und wenn ja, wie findest du ihn? Ich kannte diesen Film nicht. Ich habe ihn dann gegoogelt und habe ihn als interessant befunden und werde mir den demnächst mal anschauen. Aber nein, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Machst du mal wieder einen Klamotten-Haul? Ja, ich würde super gerne mal wieder Klamotten-Hauls machen. Ich habe gestern mal geguckt, wann der letzte war und das war im Frühling. Und jetzt ist es bald vorbei mit diesem Jahr, also schon ein Stück her. Das Ding mit Klamotten-Hauls ist ja, dass man dazu Klamotten einkaufen muss, also shoppen muss, was wiederum heißt, dass man Geld ausgeben muss, was wiederum heißt, schwierig. Also im Moment, ich bin ja ganz viel einfach am Sparen und gebe einfach Sachen gerade für essentiell wichtige Dinge aus und den Rest lege ich alles komplett weg. Und ich habe mir jetzt vorgestern erst wieder zwei Pullis gekauft und habe da so mit mir gehadert, aber ich dachte mir so, Mann, sie stehen dir, sie gefallen dir, sie sind jetzt gut für die Winterzeit und so weiter. Nimm sie doch jetzt einfach. Ich dachte mir so, oh, das Geld. Und das Einzige, was ich mir letzte Zeit gekauft habe, wo ich mich nicht schlecht gefühlt habe quasi, war ein Kleid von Collective Clothing, das ich sehr mag. Und das wollte ich unbedingt haben. Also es ist alles immer so Step by Step und es ist aber auch super viel Überwindung. Und ich finde, ein Haul sollte mindestens 5 Kleidungsstücke beinhalten und sonst ist es irgendwie kein richtiger Haul. Weiß nicht, es ist so, ich kann ja keinen Haul machen, wo ich einen Teil kaufe. Oder zwei, ist ein bisschen wenig. Deswegen, sobald ich wieder ein bisschen flüssiger bin und wenn ich mein nächstes Sparziel erreicht habe, dann werde ich mir vielleicht mal wieder wirklich was gönnen und so richtig shoppen. Oder wenn irgendwo mal wieder ein Sale ist. Bei Collective oder Top Vintage oder so. Also ich habe es auf dem Schirm. Ich würde selber super gerne mal mit mir mal wieder was gönnen und einen Haul dann drehen. Aber das dauert, wie gesagt, noch, weil Hauls sind mit viel Geld verbunden. Was sind deine Happy Places in Wien? Also Wien selber ist ja mein absoluter Über-Happy Place. Aber meine absoluten Happy Places... Also wenn ich so richtig Heimweh bekomme quasi nach Wien, dann denke ich vor allem an die Donau, also an die Donauinsel, da am Wasser sitzen, am Donaukanal, da entlang zu schlendern oder in der Strandbar Hermann zu sitzen.
nachts durch Wien zu laufen, durch die Altstadt im Endeffekt. Also so richtige Places spezifisch habe ich kaum. Was auch immer schön ist, weil es einfach immer schöne Momente waren, ist oben an der Gloriette, die steht im Schlosspark von Schönbrunn. Und da über die Stadt gucken. Was man auch gesehen hat in meinem Video, wo ich, was ich gemacht habe jetzt im Sommer, als ich mit meiner Freundin Izzy in Wien war, ich blende euch das hier gerne mal kurz ein, da saßen wir ja auch im Museumsquartier, in dem Innenhof, wo es Momok auch ist, und da bin ich auch super gerne und trinken Spritzer oder keine Ahnung, irgendwie irgendwas, ein Cocktail oder so, und genieße die Zeit einfach. Ich glaube, das sind so meine Happy Places. Ich mag deine Urlaubsvideos und möchte wissen, welche Stadt deine Lieblingsstadt ist in Deutschland. Danke erstmal. Das freut mich, dass meine Urlaubsvideos oder Urlaubsvlogs oder wie man es nennen mag, gefallen finden. Dankeschön, weil ich fand es auch immer ganz toll, mir das danach selber noch anzugucken und mir zu denken, ach, wie schön war es denn da und so. Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist auf jeden Fall Hamburg. München ist so okay, aber ich fühle mich in München nicht so hundertprozentig richtig wohl. Berlin ist gar nicht meine Stadt. Hamburg mit Abstand. Ich mag die verschiedenen Facetten von Hamburg. Je nachdem, wo man gerade ist, ob man in der Alster ist, ob man am Hafen ist, ob man im Schanzenviertel ist. Es ist überall irgendwie anders und das finde ich toll. Und ich mag die Häuser da, den Baustil, und Hamburg ist toll. Eine Frage, wo ich total überrascht war, wird es ein Fan-Meet-and-Greet oder sowas mal geben? Bestimmt irgendwann mal. Ich fühle mich jetzt gerade noch viel zu klein und unwichtig mit 2000 irgendwas Abonnenten auf YouTube, um mir über Fan-Meetings oder Meet-and-Greets oder sowas Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, wenn wir irgendwie mal die 3000, 4000 oder 10.000 oder sowas, wenn sowas irgendwie mal passieren sollte, wenn sowas erreicht ist, wo ich sage, da sind richtig viele, krass viele Leute und das, ne, weil jetzt im Moment, also 2000 sind viel, um Gottes Willen, verstehe mich nicht falsch, ich bin dankbar für jeden einzelnen Abonnenten und ich finde es eh krass mit 2000. Also, total übel im positiven Sinn. Aber ich glaube nicht, dass jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, machen wir ein Meet and Greet, wobei ich gar nicht wüsste, wo und wie, dass da wirklich viele Leute kommen würden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr kommen würdet. Und bitte nur ernst gemeint. Weil ich, wie gesagt, ihr seht das immer bei großen YouTubern, ja? Rachel oder irgendwelche deutschen YouTuber wie Marvin oder sowas. Also die machen Meet and Greets und es ist dann so, ja klar, die haben mehrere hunderttausend Abonnenten. Da denke ich mir so, da lohnt sich das richtig. Und dann dachte ich, weiß ich nicht, ob... Ich meine, es ist auch schön, wenn nur 10 Leute da sind. Da bin ich auch nicht so überfordert. Aber ja, egal. Schreibt das mal in die Kommentare. Würdet ihr kommen, ja oder nein? Und habt ihr Ideen, wie, was, wo und so? Und sagt mir das mal. Wie heißt dein Hund? Woher hast du ihn? Und was machst du? Was macht er, wenn du nicht daheim bist? Ob man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Mein Hund heißt Balu. Wir haben ihn, also Balu ist jetzt 7 Jahre alt geworden, Anfang des Jahres. Oder knapp Mitte des Jahres. Wir haben ihn aus Nürnberg. Und wir sind damals nach Nürnberg gefahren, nur um das Hundebaby anzuschauen. Ne? Wie es halt so ist, wenn man sich Hundebabys nur anschaut. Und haben ihn dann natürlich mitgenommen. Ist ja eh klar, er ist ein Australian Shepherd. Und was macht er, wenn ich nicht daheim bin? Im Endeffekt ist es ja nicht nur mein Hund, das ist ein Familienhund. Ich wohne ja hier in meiner Wohnung in einem großen Haus, in dem meine Schwester teilweise auch mit in meiner Wohnung wohnt, aber die ist meistens bei ihrem Freund. Meine Eltern ihre Wohnung gegenüber haben und meine Großeltern einmal noch drunter wohnen. Das heißt, es ist eigentlich immer irgendwer da oder so gut wie immer, eigentlich immer. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich nicht da bin, weil dann ist der Rest von der Family da. Und andersrum genauso, wenn meine Eltern sich doch mal entschließen, ohne Hund in Urlaub zu fahren, meistens sind sie aber mit Hund unterwegs, dann sind meine Schwester und oder ich da. Aber Lucy ist ja auch schon groß, er kann auch schon ein paar Stunden alleine bleiben. So ist es nicht. Der kann das sehr gut. Der schläft nämlich sehr viel. Wie reagierst du auf Beleidigungen zu deinem Style? Ich habe noch nie
glaube ich, so eine richtige Beleidigung bekommen. Also einmal war es schon so, das war noch ganz am Anfang, da sah ich noch wirklich trottelig aus, würde ich sagen. Da bin ich durch die S-Bahn gelaufen, hatte halt so ein Pünktchenkleid an und so eine Rolle auf dem Kopf. Und da kam dann so von einer Sitzreihe, an der ich gerade vorbeigegangen bin, ob dann schon Fasching ist. Und das hat mich natürlich damals sehr gekränkt, weil ich da gerade angefangen habe mit diesem Style und mir eh noch so ein bisschen unsicher war. Es ist immer so gekippt zwischen, ich sehe total krass aus und zwischen, ist schon unangenehm und die gucken alle und so. Das war eigentlich das Einzige, was ich als beleidigend bezeichnen würde, was ich mir anhören dürfte, musste. Aber ansonsten eigentlich nicht so richtig beleidigend und ich ignoriere sowas eigentlich auch ziemlich. Also, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, wenn es ist, über so Reaktionsgedöns. Das kann ich euch auch gerne hier einmal einblenden. In welchem Jahrzehnt möchtest du am liebsten leben? Eigentlich finde ich es ganz gut, dass ja, also grundsätzlich ganz gut, das Jahrzehnt, in dem ich gerade unterwegs bin. Weil, also dieses, was ganz viele oft sagen, ich bin in der falschen Zeit geboren, dann denke ich mir so, also wenn ich es jetzt auf Autos, auf Kleidung, Stil, Styling etc. pp. Runterbrechen dürfte, müsste, und so wirklich nur auf das, dann könnten es die 30er, die 40er und die 50er sein. 40er ist aber schon wieder super schwierig, wegen bestimmten Dingen, die Deutschland in der Zeit so eben, ne? Geschichte, wir kennen das alle. Aber ich mag den ganzen Stil damals, also vielleicht auch eher dann die USA, vielleicht sogar in der Zeit, obwohl ich kein großer USA-Fan bin. Oder UK. Ist eigentlich auch egal, also wenn wir es auf kein Land und wirklich, ja, nee. Oh Mann, ist das schwierig. Also es ist halt so, wir haben heutzutage so viele Freiheiten und Möglichkeiten und immer noch nicht alle, die wir haben sollten, aber deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich heutzutage lebe, wo ich auch einfach mich so anziehen kann, wie ich möchte und so aussehen kann, wie ich möchte, mehr oder weniger. Und ich mehr Rechte habe auch einfach als Frau, als in den 30er, 40er oder 50er Jahren, die ja noch so die Zeitspanne wäre, wo ich sagen würde, das wäre interessant. Aber da war einfach so viel los im negativen Sinn, in sämtlicher Hinsicht, in all diesen Zeiten, weshalb ich sage, ich möchte da auf keinen Fall leben. Wie gesagt, rein aussehenstechnisch die Zeit, aber alles drumherum, diese gesellschaftlichen Zwänge, politische Sachen und so weiter und so fort. Heutzutage ist es schlimm genug, ganz ehrlich. Also noch schlimmer als heutzutage brauche ich es nicht und dann, ja, ihr wisst, was ich meine. Wovor hast du Angst, wenn du alleine wegziehst? Fand ich eine echt krasse Frage eigentlich. Ich weiß auch nicht an die Person, die Frage gestellt hat, ob du auch vorhast, irgendwie alleine wegzuziehen oder so und deswegen frägst. So richtig Angst habe ich eigentlich nicht, weil für mich ist ja Wien, das ist eigentlich schon so mein Zuhause. Ich habe dort Freunde, ich kenne mich dort aus. Ich liebe den Ort, also ich habe davor eigentlich keine Angst. Was so ein bisschen natürlich schwierig wird, ich bin dann doch viereinhalb von meiner Family weg, von meinem Hund, von meiner Schwester, meiner Mama und so. Das ist natürlich komisch, weil man sich dann nicht mehr so oft sieht. Man hat Angst, man verpasst dann irgendwie Dinge mit seiner Family oder sowas. Das nagt oft schon manchmal an mir, genauso mit meinen Freunden auch. Ich werde zwar immer mal wieder hierher fahren und wenn ich weiß, es ist irgendein Event am Wochenende, werde ich da gerne nach München runterfahren, um da teilzunehmen und meine Freunde zu treffen. Und ich möchte auch unbedingt immer, aber so oft wie es geht, Leute bei mir haben in Wien und die einladen und für mich ist eh klar, meine Couch wird so eine Bettausziehcouch, damit ich immer ein Gästebett habe für Leute und aber davor habe ich natürlich auch Angst, dann Leute zu verlieren durch die Distanz, wobei ich mir dann denke, dann war die Freundschaft wohl doch nicht so deep, wenn es das nicht quasi überwinden kann. Wovor ich aber tatsächlich auch Angst habe, das ist auch ein bisschen lustig, da habe ich letztens dran gedacht, weil es ist ja gerade Herbst, ne? Und im Herbst krabbeln diese ganzen Spinnentiere ins Haus, weil, also ich wohne ja auf dem Land, in der Stadt ist es vielleicht nicht so schlimm, aber hier auf dem Land ist es wirklich schlimm. Und ich habe fast jeden Abend irgendwo eine Spinne sitzen und ich habe panische Angst vor Spinnen.
Und vor kurzem hatte ich mal so eine riesen Hauswinkelspinne. Boah, da läuft schon kalt den Rücken runter, wenn ich bloß dran denke. In der Ecke, in der Wandecke neben meiner Tür sitzen. Und zum Glück war meine Schwester da mal wieder eine Nacht hier in der Wohnung und nicht bei ihrem Freund. Und ich habe sie dann angerufen, weil ich musste aufs Klo. Ich musste so dringend Pipi und ich habe mich nicht aus dieser Tür rausgetraut, weil eine riesen Spinne saß und stand mitten in meinem Zimmer und war nur so, scheiße, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt sterben? Muss ich mir jetzt irgendwas suchen, wo ich... Egal. Und habe dann meine Schwester angerufen, es war nachts um keine Ahnung wie viel Uhr, die bei ihr im Zimmer gerade Fernsehen geguckt hat. Und die musste dann rüberkommen und mich von der Spinne retten. Weil ich so panische Angst habe. Und wenn ich mir denke, ich hätte so einen Fall alleine in meiner einsamen, einzelnen Wohnung in Wien, irgendwann nachts, ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt alle Spinnen immer selbst versucht, irgendwie, ne, hier alleine ohne fremde Hilfe mich zu retten, um mich schon mal mental darauf vorzubereiten, dass ich das dann auch in Zukunft kann. Aber ich habe schon Angst davor, weil die waren alle recht klein. Magst du Harry Potter und in welches Haus würdest du ziehen? Ich liebe Harry Potter. Ich liebe Harry Potter wirklich. Und ich habe auch ein paar Harry Potter Sachen geplant. Wenn ihr auch Harry Potter Fans seid, dann schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, damit ich auch abwägen kann, ob meine Harry Potter YouTube-Ideen cool sind oder eher fehlplatziert. Weil wenn niemand hier sich für Harry Potter interessiert, wäre das doof. Also schreibt es gerne mal in die Kommis. Ich liebe Harry Potter wirklich, bin mit Harry Potter groß geworden. Ich habe auch den Schal meines Hauses im Flur hängen. Und so kommen wir eh schon zum Haus. Ich habe auch alle Tests auf Pottermore gemacht, meine lieben Freunde. Und ich gehöre dem Hause Gryffindor an. Tatsächlich hätte ich, ich glaube, sogar alle anderen Häuser bevorzugt. Also ich habe nichts gegen Gryffindor, aber es war halt so, ja, Gryffindor. Weil jeder irgendwie, der vielleicht nicht so super into ist mit Harry Potter oder keinen Test gemacht hat auf Pottermore, wo er hingehört, irgendwie sind alle halt immer Gryffindor wegen Harry. Und dann dachte ich mir so, Mann. Ich hätte lieber gesagt, ich bin Hufflepuff oder Ravenclaw oder sogar Slytherin, ist mir total wurscht. Aber ja, ist halt so ein bisschen so, ach so, du bist Gryffindor, okay. Die letzte Frage, die wurde mir fast am häufigsten gestellt und ich weiß nicht warum. Und die wird mir auch im Real Life quasi immer wieder gestellt, ob es komisch ist, in der Öffentlichkeit angesprochen zu werden. Weil ab und zu kommt das tatsächlich vor und das ist eigentlich voll schön. Also am Anfang, die ersten paar Male war es echt komisch. Also das allererste Mal war auf einem Weekender, auf so einem Event und ich habe getanzt und es waren 3900 Grad in diesem Saal und ich habe mir gerade was zu trinken geholt, ein Erdbeerlimes und eine Cola, das weiß ich noch. Und neben mir stand irgendwie ein Mädel und habe mich die ganze Zeit so angeschaut und ich dachte mir die ganze Zeit so super, weil ich habe geschwitzt wie ein Schwein, ich dachte mir so, meine Haare stehen bestimmt in alle Richtungen, mein Make-up schmilzt mir gerade aus dem Gesicht, ich habe bestimmt die Schweißflecken des Jahrhunderts all over my body. Und ich dachte mir, und die hat irgendwie nicht aufgehört, mich anzugucken. Ich war dann irgendwann so, hi. Und sie war so, bist du die Dani? Und ich war so, ja. Und dann hat die nicht mehr aufgehört zu reden und ich war komplett überfordert, weil ich stand dann da mit meiner Cola und mit meinem Erdbeerlimes und war so, wow. Ich weiß nicht, was ich reden soll. Und so, und ich habe mich dann irgendwann auch so voll ungalant irgendwie so, ja, ich muss jetzt wieder weg und so verabschiedet. Und ich war komplett überfordert und die hatte irgendwie so einen Tisch mit Freundinnen und immer, wenn ich da vorbeigegangen bin, stand, saßen alle da und haben mir so gewunken. Und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Ich habe das überhaupt nicht kapiert und war voll überfordert. Und jetzt inzwischen ist, denke ich mir, so voll cool, wenn mich jemand anspricht. Dann bin ich so, ja, hi, cool. Und freue mich voll über Smalltalk und so und finde es eigentlich voll schön. Natürlich komisch, wenn dich jemand kennt, so, obwohl er dich nicht kennt. Ihr wisst, was ich meine, aber ich finde es auch voll schön. Es sind auch Freundschaften schon daraus entstanden, auch über Instagram und sowas. Und ja, also mich freut es total. Und wie gesagt, am Anfang war es komisch, aber inzwischen ist es einfach nur
Voll nett. Meine Lieben, das war das Q&A für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte mich jetzt mit meinem Tee so ein bisschen aufwärmen, mit meinem kuscheligen Cardigan, der aussieht wie ein Teppich. Und wenn ihr weitere Fragen oder irgendwie sowas habt und ein weiteres Q&A-Video haben möchtet, schickt mir gerne Fragen und Nachrichten oder sonst irgendwas, was euch halt so interessiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video jeden Mittwoch und Sonntag. Also quasi einfach jede Woche kommen Videos online. Klickt gerne einfach auch auf die Glocke neben dem Abonnieren-Button, wenn ihr schon abonniert habt. Wenn nicht, dann tut das davor. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt hier auf meinem Channel. Ich würde mich sehr freuen, euch bald wiederzusehen und bis zum nächsten Video. Tschüssi, Baba!